wenn jetzt jemand nach einem Schwert fragt, ob, soll man ihm das jetzt wirklich geben, weil ich habe hier ja noch ein Holzschwert. Aber ich meine, er könnte auch ein Traitor sein und auf einmal killt er uns. Moin Leute, heute wird Mein Mafia gezockt und das Spielprinzip sollte eigentlich jedem bekannt sein. Das Ganze heißt einfach hier nur so ein bisschen anders. Es gibt Kommissare, das ist, glaube ich, jedem klar, was es ist. Und die Mafioso sind Traitor und die Miner sind die bekannten Innocent. Und wir haben jetzt hier schon ein schönes Holzschwert, sowie ein Steinschwert. Und da bin ich mal gleich gespannt, ob wir einen Evil-Knievel-Mafioso werden. Oder einen Miner, was irgendwie ziemlich lame wäre, aber nur gut. Und jetzt müssen wir... Irgendwo ist doch hier immer so ein Wasserfall, oder nicht? Dass man hier irgendwie von diesen... Weil diese Map kenne ich mal überhaupt nicht. Beziehungsweise ich weiß schon ungefähr, wie sie aufgebaut ist. Ah, hier vorne ist der. So, ein paar Sekunden geht's auch schon los. Wir sind Mafioso. Oh, und hier sind ganz viele von uns. Oh, der wird... Der ist gleich tot. Der ist sowas von tot. Eigentlich können wir den schon angreifen. Ups, jetzt habe ich gerade einen von uns angehauen. Nein, komm schon, komm her. Hör auf, wegzulaufen. Nein, der kann doch gleich bestimmt irgendwas schreiben. So, wir haben jemanden getötet. Habe ich dafür jetzt Karma-Punkte oder irgendwie sowas bekommen? Doch, 20 Stück. Okay, das ist ziemlich nice. So, und der eine von uns hatte doch, glaube ich, auch kein Schwert. Den könnten wir doch mal eigentlich eins geben. So, nice. Drei Mafioso. Und vielleicht verläuft sich ja jemand hier hin. Und dann... Dann gibt es hier Schaschlik, würde ich mal sagen. So, wo war denn jetzt hier dieser blöde Wasserfall? Genau, das Wort hat mir gerade gefehlt. Robo war meiner. Warte mal, ich laufe hier einfach mal im Kreis. Das ist ja schon wieder traurig hier. Obwohl, eigentlich hätte man sich denken können, dass er sich hier befinden muss, weil dort vorne ist die Spielmitte. So, wir tauchen einfach mal kurz ab. Entfernen uns. Oh, Moment. Komm, komm hier hoch. Na komm. Ja, na. Komm, komm wieder hier hoch. Komm wieder hier hoch. Das hat doch niemand gesehen, oder? Und ich habe das Gefühl, dass die Kommissare nicht gerade so den Plan haben, denn wir wissen ja, oder ich weiß ja, wer hier Traitor ist und wer nicht. Also, oh, Kommissar, chill mal! Haben wir das nicht gleich schon gewonnen? 10 Spieler und hier sind ziemlich viele noch. Oh, das war einer von uns. Nein! Ah ne, alles cool. Den habe ich nicht getötet. Komm schon, komm her. Yes. Ich kriege doch... What? Wie hat mich... Also manchmal verstehe ich das nicht. Dann kriegt man irgendwie so viele Schläge. Paluten, du... Ja. Keiner tötet Paluten. Ja, zu spät. Wieso? Und das verstehe ich auch übrigens. Wenn wir uns zum Beispiel, du, der das jetzt hier gerade siehst, mit mir auf einer Survival Games Map ist, töte mich. Ich brauche keine Almosen. Das finde ich verzerrt das Spiel auch immer so ein bisschen. Lieber klopp einfach drauf und kein Vorteil oder, okay, Nachteil ist es eigentlich nie. Aber eben... Gebt mir keine Sachen, kloppt mich lieber tot, das macht das Ganze in der Aufnahme wesentlich amüsanter. Auch wenn das natürlich nett gemeint ist von euch und ich denke mal, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal eine Runde zocken, dann schauen wir gleich. Achso, nee, gut, wir sehen uns gleich wieder. Hier werde ich auf jeden Fall einen Schnitt reinmachen und dann freut euch auf Runde 2. Moin Leute, jetzt geht's weiter mit Runde 2 und das Ganze fängt auch gleich schon an. Und, oh, meins. Oh yeah, wir haben zumindest schon mal ein Schwert. Das war auch in den letzten Folgen nicht immer der Fall. Okay, so viele Folgen von Mein Mafia, beziehungsweise... was ruckelt das denn jetzt kurzzeitig hier so ein bisschen? Beziehungsweise Trouble in Mineville, beziehungsweise... Wie hieß es denn am Anfang? Zumindest auf Gommes Server meine ich jetzt.
Gott, ich bin teilweise bin ich sowas von vergesslich, das ist schon traurig, aber nur gut. Wir haben ein Steinschwert, ein Holzschwert, mehr brauchen wir auch nicht. Und das ist auch eine Map, die ich noch kein einziges Mal gespielt habe. Sieht ganz chillig aus, mit einem schönen Fluss. Wow, und das war einfach nur ein Mega-Lag. Ich dachte schon, hier wäre gerade mein Minecraft abgestürzt. Das wäre ziemlich bitter gewesen. Okay, und ich bin Miner. Ist mal eine schöne Abwechslung. Wäre auch ziemlich korrupt gewesen, wenn wir jetzt auf jeden Fall nochmal Mafioso geworden wären. So, wo ist denn hier der Tester und vor allen Dingen, wo sind die Kommissare, die uns beschützen? Hallo? Kommissare? Wo sind die denn? Wahrscheinlich beim Tester, der sich da drüben irgendwo befindet. So. Kommissare? Hallo? Das ist auch, manchmal finde ich das so ein bisschen zwiegespalten. Man weiß nicht genau, wenn jetzt jemand nach einem Schwert fragt, ob soll man ihm das jetzt wirklich geben, weil ich habe hier ja noch ein Holzschwert. Aber ich meine, er könnte auch ein Traitor sein und auf einmal killt er uns. Das wäre ziemlich Mist. Und der eine schreibt, oh, der Tester scheint rumzubuggen. Okay, das ist nicht so toll. Damit verliert das Spiel eigentlich gerade so seine Grundlage. Meiner Meinung nach. Oh, was steht hier? Map built by Ty Darko, German Teacher. Oh, wow, wow, chillax! Da! Hört auf mich zu hauen. So, Kommissar, mach mal was. Der chillt einfach nur. Cookiecraft. Cookiecraft 3D, so. Ich wüsste allerdings auch nicht genau, was ich als Kommissar so machen müsste oder sollte, außer die Leute in den Tester zu schicken. Eigentlich muss man... Ganz ruhig. Peace. Peace. Okay, falls jemand... Peace. Ich trau den Leuten nicht. Teilweise ist das echt ziemlich korrupt. Vor allen Dingen ohne Tester. Wie soll man denn ohne Tester das hier zocken können? Wow, 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 chill mal. Jetzt kriegst du. Wir sind tot. Wir können uns jetzt hier nochmal wiederbeleben. Aber nun gut, wenn der Tester sowieso rumbuggt, dann hat das Ganze sowieso wenig Sinn, hier noch weiter zu spielen. Weil dann ist wirklich reines Glücksspiel, oder? Ich meine, man versucht doch letztlich einfach nur mit dem Tester dann die Wahrscheinlichkeiten runterzubringen, dass die Person, falls sie einen tatsächlich angreift oder sonst was, dass sie dann eben ein Mafioso bzw. Traitor sein könnte. Nun gut, ich würde mal sagen, das war's mit Mein Mafia. Das Ganze scheint leider noch ein bisschen verbuggt zu sein, aber ich denke, Gomez Team wird das auf jeden Fall noch hinbekommen. Ich meine, Bugs sind ja ganz normal. Ich meine, Terminus ist auch voller Bugs. Nee, es ist nicht voller Bugs. Es ist aber noch eine Alpha. Und dementsprechend läuft da eben nicht alles runter. Das muss man einfach akzeptieren. Ansonsten. Aber ich bin wesentlich lieber jetzt hier auf dieses Spiel, wesentlich lieber mein Mafia, als auf den Hype-Servern zu sein. Denn die sind mir persönlich zu voll. Ich komme da mal kaum auf die Server. Nun gut, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Ich denke nicht und ich hoffe mal, dass sich das Ganze, die Bugs hier noch in Luft auflösen, denn dann wäre das Spiel auch was ziemlich Lustiges im Stream. Dementsprechend war es das jetzt aber letztlich. So, haut rein, bis zum nächsten Mal.